Einer der besten Saugroboter wird jetzt noch besser. Die Roborock Absaugstation ist hier und verbessert den Roborock S7 noch einmal. Was er alles drauf hat, erfahrt ihr jetzt. Nach einigen Monaten ist sie jetzt da. Die Absaugstation kann zum Roborock S7 dazu bestellt werden. Die gibt es noch nicht im Set. Das ist noch geplant. Bisher muss man quasi den Roborock S7 kaufen und dann kann man dann auch noch zusätzlich die Absaugstation kaufen. Jetzt fragt man sich natürlich, der Roborock, den habe ich jetzt zu Hause. Wie setze ich die zusammen ein? Also bevor man die quasi benutzen kann, muss man einmal hier in den Roborock reingehen. Hier ist jetzt schon die neue Staubkammer drin. Die alte ist die hier. Die nimmt man einfach raus. Und nachdem man die rausgenommen hat, findet man hier ein weißes Plättchen. Das haben wir natürlich hier schon rausgenommen. Und dann ist auch eigentlich schon alles bereit. Man nimmt die, die ist im Lieferumfang enthalten. Setzt die hier einmal rein und schon ist der Roborock S7 für die Absaugstation bereit. Bevor man denn die Absaugstation benutzen kann, muss man die dann auch noch zusammenbauen. Das sind zwei Teile, einmal der obere Teil, wo der Staubfilter und der Rest ist. Dann hat man diese untere Seite. Hier sieht man auch quasi den Tunnel, wo der Staub später durchkommt. Wenn das dann quasi verstopft, kann man hier nachgucken und dann weiß man genau, wo es ist. Und man hat hier jeweils mit einem Schraubenzieher die Schrauben vermerkt, die man festziehen muss. Da hat Roborock auch direkt mitgedacht und hat hier einen Inbusschlüssel, der hier auch gleichzeitig noch ein Schraubendreher ist. Das zieht man einmal fest, dann kann man den hier wieder reintun und schon ist alles einsatzbereit. Hier auf der linken Seite haben wir einmal den Filter, den kann man natürlich auch rausnehmen. Haben wir einmal das eine Teil, was innen ist, und ein weiteres, was man ebenfalls rausnehmen kann. Kann man dann natürlich auch austauschen nach einer Weile, das wird einem in der App angezeigt. Und den hier kann man auch waschen. Und auf der rechten Seite haben wir hier quasi das Highlight dieser Station, das ist die Staubkammer. Es ist ja fast üblich, dass bisher immer Beutel eingesetzt werden, aber hier haben wir eine Zyklonenstaubkammer, die ohne Beutel funktioniert. Es ist auch möglich, einen Beutel einzusetzen. Das wird hier quasi einfach nur einmal aufgeschraubt und schon ist es auseinander. So kann man das auch ganz einfach reinigen, also das ist gar kein Problem. Wie bereits erwähnt, Beutel kann man auch benutzen. Das ist ja besonders für Stauballergiker oder für Leute, die einfach nicht mit Staub in Kontakt kommen wollen, interessant. Und dann baut man das um, kann die Beutel benutzen und die einfach rausnehmen und dann hat man gar keinen Kontakt dazu. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier quasi diese Plattform, wo der Roborock S7 quasi immer drauf fährt. Hier haben wir auch noch so kleine Bürsten, die die Kontakte reinigen. Das heißt, der wird auch immer gut geladen. Und dann haben wir hier einen Absaugschlitz, der ist ziemlich breit. Und der geht dann einfach an die Hauptbürste dran und macht quasi das, was sie tun soll, nämlich die Staubkammer absaugen. Man kann dann in der App einstellen, ob man das immer automatisch entleert haben will oder ob man das immer separat selber machen möchte. Von weg würde ich einmal auf das Negative eingehen. Es gibt nicht allzu viele Dinge, die bei dieser Absaugstation wirklich negativ sind, aber so ein paar Dinge gibt es natürlich. Hier haben wir einmal die transparente Staubkammer. Das ist natürlich interessant, um zu sehen, was die Staubkammer alles tut und dass sie auch was absaugt. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer stehen hat, ich weiß nicht, ob man seinem Besuch dann immer den Staub zeigen möchte, wenn die noch nicht voll ist. Man kann sie dann natürlich ausleeren, aber vielleicht gäbe es auch einfach die bessere Option, wo das quasi nicht transparent ist. Aber das ist sehr wahrscheinlich auch persönliche Meinung. Dann, als sie angekündigt worden ist, die Absaugstation, hat man vielleicht hier gedacht, könnte hier der Wassertank drin sein, wie zum Beispiel bei der Yidi Mop Station, die sich automatisch quasi immer entleeren kann. Das ist hier leider nicht so. Das ist dann vielleicht für die nächste Version noch eine Idee, damit man auch automatisch den Roborock S7 wieder auftanken kann. Dann ist natürlich, wie bei jeder Absaugstation, sobald die in Betrieb geht, jede Menge Lärm. Das ist dann einfach in der kompletten Wohnung zu hören. Aber dafür gibt es halt dann die separate manuelle Entleerung. Das heißt, man kann das quasi einstellen, wann die den Lärm betreibt und dann auf seine Haustiere aufpassen und das vielleicht nicht machen, wenn gerade das Kind schläft. Dann gibt es aber natürlich sehr viele positive Dinge über diese Absaugstation. Das wäre zum Beispiel die Absaugfunktion an sich. Also der Saugroboter ist wirklich fast immer komplett leer. Sind vielleicht noch so ein bisschen die Rückstände drin, aber das ist dann wirklich gar nichts. Außerdem hat man natürlich hier die Möglichkeit, die Zyklonenstaubkammer zu benutzen. Das heißt, man hat nicht immer die Staubbeutel, die man nachkaufen muss. Geht ja dann auch irgendwann ins Geld und man spart dann quasi mit der Roborock-Absaugstation quasi gegenüber Konkurrenten noch etwas. Natürlich hat man dann hier auch die intensive Filterung durch mehrere Filter. Ich habe die gerade eben schon gezeigt. Dann ist die Station auch noch deutlich robuster als die meisten anderen. Die ist wirklich schwer, die kann man nicht bewegen. Hier sind auch noch so Füße drunter. Also der fährt hier drauf und da bewegt sich nichts. Dann hat man auch noch die Möglichkeit mit der App, da kann man die Einstellungen tätigen zu der
Absaugstation hat so die Möglichkeit, das an sich selber anzupassen. Und ein Vorteil, der natürlich bei jeder Absaugstation vorhanden ist, man muss einfach nicht so oft die Staubkammer leeren und so spart man sich auf lange Zeit halt einfach Zeit. Dann kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, das ist natürlich der Preis. Die Absaugstation kostet aktuell 299 Euro in der UVP und da muss man einfach sagen, das ist schon eine Menge Geld. Wir haben dann zum Beispiel die Absaugstation vom Rhythm Eve. Den kriegt man schon in der Kombination mit der Absaugstation für so um die 300 Euro, je nachdem wie gerade die Angebote sind. Und da muss man einfach sagen, hier bekommt man einen Roboter plus eine Absaugstation. Und hier nur die Absaugstation. Wir haben hier natürlich Beutel, aber das muss halt dann auch beachtet werden. Aber man muss natürlich auch sagen, sie sind nicht alleine da. Das ist hier die Absaugstation vom D-Bot T9. Wenn man die in Kombination kauft, dann heißt der D-Bot T9 Plus. Und einzeln kostet die hier auch wieder 299 Euro. Und wir haben hier nur Beutel und nicht hier so eine Zyklonenstaubkammer. Da lassen sich die Premium-Hersteller das auch gut bezahlen. Da muss man halt tiefer ins Portemonnaie greifen. Schlussendlich muss man überlegen, ob es einem die 300 Euro wert sind, die Absaugstation zu kaufen. Weil man muss einfach beachten, es ist ein Komfortprodukt. Ich brauche es nicht wirklich. Ich erspare mir natürlich Zeit und das muss man dann auf das Geld aufwiegen. Man muss aber auch sagen, Roborock bietet hier Qualität. Man hat hier etwas Neues, die Zyklonenstaubkammer, das hat bisher keiner. Man hat hier den Filter, den man wechseln kann. Hier werden die Kontakte gereinigt. Das ist robust, das ist gut verarbeitet. Also die Absaugstation ist wirklich gut geworden. Man muss sich dann auch überlegen, vielleicht benutzt Roborock in Zukunft auch noch weiter diese Absaugstation. Ist jetzt kein Versprechen, wir wissen da auch noch nichts. Aber ein Nachfolger vom Roborock S7 könnte die hier auch noch benutzen. Wer jetzt drauf gewartet hat und unbedingt eine Absaugstation haben möchte, der soll hier auf jeden Fall zugreifen. Die ist gut geworden, die ist sogar richtig gut geworden. Ja, nur der Preis ist halt so das, wo ich mich so ein bisschen störe. Hier oben findet ihr das nächste Video. Abonniert unseren Kanal, liked das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.